Das Projekt Hauptstraße 9 Mödling dauerte 3 Jahre. Am 6. April 2010 wurde mit dem ersten Bauabschnitt gestartet. Am 26. April 2013 wurde mit einem Festakt die neue Hauptstraße eröffnet. Beste Stimmung herrschte am Josef-Deutsch-Platz. Die Politiker hielten die Festreden, die Blasmusik spielte auf und schließlich sangen alle Gäste die niederösterreichische Landeshymne. Wir haben diese Straße barrierefrei machen können. Also das heißt, es ist ein neues Einkaufserlebnis für Fußgänger, für Radfahrer, für Menschen, die körperliche Handicaps haben, aber natürlich auch für junge Familien. Und gleichzeitig auch die Frage, welche Struktur gebe ich so einer Hauptstraße? Und da haben wir eine Bürgerbeteiligungsbewegung ins Leben gerufen, gemeinsam mit der Dorf- und Stadterneuerung. Und das sind ganz einfach die Ergebnisse, wo mehrheitlich alle so hinter dieser neuen Hauptstraße stehen. Und das hat schon gezeigt, viele neue Geschäfte haben eröffnet. Und insgesamt, wenn man so sagen darf, Hauptstraße hat an die 6 Millionen Euro gekostet. Es sind schon ein paar hunderttausend Euro an Förderung gekommen und mehr als 15 Millionen wurden Investitionen ausgelöst. Also es hat sich jedenfalls optisch wie wirtschaftlich ausgezahlt. Es ist einfach gut, wenn eine Stadt sich dessen besinnt, was eine Hauptstraße zu sein hat, nämlich ein Ort der Begegnung, ein Ort des Miteinanders. Und es ist hier ganz einzigartig gelungen, einfach Ruhezonen zu schaffen, die Radfahrer zu berücksichtigen, die Fußgänger zu berücksichtigen, aber trotzdem den Autoverkehr noch zuzulassen. Über die Bahnbrücke fahren täglich rund 20.000 PKWs. Es sind Fahrradfahrer hier beim Bahnhof, es gibt eine Park-and-Ride-Anlage, es gibt viele Fußgänger, die wir zum Flanieren anregen wollen, es gibt viele Geschäfte und damit haben wir doch viele Verkehrsteilnehmer, Radfahrer, wie sie auch alle nennen wollen. Ich glaube, wir haben vieles entflochten und auch hier einem Nicht-Mödlinger auch in Erinnerung zu bleiben. Ja, die größte Freude, würde ich sagen, ist, dass es sehr gut abgeschlossen wurde, dass zum Glück nichts passiert ist. Wir haben das Projekt umgesetzt während laufendem Verkehrsbetrieb. Es ist doch eine Landesstraße, die bis zu 20.000 Fahrzeuge am Tag hat, in beiden Richtungen zusammengerechnet. Und da bin ich heilfroh, dass wirklich nichts passiert ist. Hauptstraße neu, heute Eröffnung in Mödling und wir stehen hier in der Begegnungszone. 20 Kilometer, alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt und teilen sich den Straßenraum. Ich glaube, das ist eine adäquate Lösung dafür und ich bin sehr froh, dass man jeden Tag sehr viele Radfahrer, auch Fußgänger durch die Klostergasse gehen sieht und ich hoffe, dass sie zufrieden sind, auch mit dieser kleinen Parallellösung zur Hauptstraße. Und Begegnungszone heißt, dass Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer gleichberechtigt sind. Also das heißt gegenseitige Rücksichtnahme, das heißt ausweichen, das heißt nicht stur sein. Und ich bin überzeugt davon, dass das in Mödling geht.